Oh, es geht so. Oh, endlich kann ich hier. Sehr gut, kann ich stehen. Hier ist auch nichts. Okay, cool bleiben. Ja, ich lebe noch. Oh Mann. Entschuldigung. Komm mal ganz ruhig. Ich muss aus dem Konzept bringen jetzt. Ja, ich muss cool bleiben. So, Essen habe ich. Ich trinke erstmal noch was. Oh fuck, mein Anzug ist noch auf 15%, 20%. Also keinen anderen, ne? Doch, warte mal, ich hab da einen zweiten. Ja, aber der ist noch auf. Wo ist denn der? Da, der ist auf 60%, okay. Austauschen. So, okay, nur nichts überstürzen. Den Kletterhang nehmen wir raus, der ist eh kacke. Das ist besser hier, ne, das ist der gleiche gewesen. Oder habe ich noch einen besseren? Ne. Ja, es wird jetzt knapp. Ich hoffe, die Kletterhaken reichen. Ich habe quasi nur anderthalb. Das wird echt schwer. Ah, wenn es jetzt an den Kletterhaken scheitert, ey. Aber dann wäre der. Wenn das Ei weg von den Drachen ist, ist da auch gut. Ich muss meine Leiche nur wegbekommen, so, weißt du? Dann. Ich kann mich hier nirgendwo ranhangeln. Doch, kann ich. Weiter. Okay, es geht weiter hoch. Immer weiter nach oben. Ich bin voll paranoid. Ich denke die ganze Zeit, hier sind irgendwo welche von denen. Sieht der Rest meiner Rüstung aus. Sieht noch gut aus. Aha! Essen. Ah, nicht runterfallen. Oh, wie weit muss ich denn hier noch hoch, Alter? Sehr weit hoch. Ich dachte gerade, Beam ist gestorben. Nee. Ich hab's auch für eine Sekunde gedacht. Da hätte ich anders reagiert. Ja. Mich nervt gerade, dass ich nicht mehr Kletterhaken mitgenommen habe. Ich hatte schon 5-6 Stück mit, so, ne? Also. Das wird übelst knapp. Eigentlich muss ich jetzt ja nur einen hohen Punkt erreichen, dann kann ich nach Hause fliegen. Oder zumindest im Außenposten erstmal. Stamina ist gleich alle, scheiße. Irgendwo muss ich doch mal wieder. Kletterst du gerade diesen Zylinder hoch? Ich habe keinen Stamina mehr. Ah, man fällt da nicht runter, wenn man keinen Stamina mehr hat. Ah, man regeneriert dann sogar. Wie cool. Jawohl. Ja. Hier wird Stamina regeneriert. Warte mal. Kannst du auch die Kletterhaken mitziehen? Ja, geht noch alles. So, ich bin jetzt ungefähr auf mittlerer Höhe. So, wie hoch geht denn das? Das schaffe ich nicht mit den Kletterhaken. Zu wenig. Mittlerer Höhe. Fast überlegen, ob mir einer was vorbeibringen sollte, nicht lieber. Das überlege ich auch gerade, aber ich weiß nicht, wie ich dich da erreichen soll. Oh, dass ich kein Sleeping Bag habe, ist super ärgerlich jetzt. Scheiße. Du könntest ja auf diesen einen Felsen, auf diesem Vorsprung dann hingehen und dann dort sterben. Ich versuche erstmal so weit hochzukommen, wie es noch geht. Also ich habe noch einen ganzen quasi. Okay. Wenn ich alle zusammenrechne, sind alle so 40%, einer ist auf 20%. Jetzt hab ich Hunger. Glaube ich gerade hoch oder runter? Ist gerade übelst irritierend hier. What the fuck? Okay, die Kamera ist gerade total verdreht. Das ist unten. Hä, wie kletter ich denn jetzt? Das sieht ja voll strange aus. Ich hab noch Ziplines. 5 Stück dann. Und ich habe Motor und Gasoline, glaube ich, dabei. Ich weiß nicht, wie du die da benutzen willst. Nach oben. Ja, immer nach oben, dann wieder wo festhalten. Ja gut, du kannst dich festhalten und schießen wieder. Aber du kannst an der Zipline hängen und schießen. Ich muss halt nur, ich muss eine Plattform finden, wo ich kurz stehen kann. Gibt's ja immer wieder mal. Ja, oder du hängst noch an der Zipline und schießt von dem Ende wieder ein neues Ende hoch. Kurz an den Haken, die neue Zipline geht. Alter, wie geht denn wieder an der neuen Zipline. Problem, ich hab Hunger. Ich kann nicht essen, wenn ich hier dran hänge, ne? Ja. Nee.
regeneriere Stamina, wenn ich einfach nur hänge? Ah, man regeneriert Stamina, wenn man einfach nur hängt. Easy. Das ist erstmal gar nicht easy. Das ist ja cool. Ich brauche eine fucking Plattform. Irgendwo, wo ich drauf stehen kann. Hier muss ich doch stehen können irgendwo. Der Gladagen ist auch gleich kaputt. Ey, ich bin fast oben bei dem Wasserfall, ne? Schon. Yes, 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 ich stehe. Das war der letzte Mal, dass ich benutzen konnte. Ich versuche hier irgendwas vorzubereiten, um zu dir zu kommen. Mach mal. Oh kannst nein, Erdbeben. Ich weiß nicht, ob du. Schaffst du das, einen Screenshot zu machen und mir zu schicken, wo du bist? Ja, ich. Das schaffe ich jetzt. Dann hält mein Zeug noch. Ah, 50%. Ich bin bei dem Wasserfall, bei dem dünnen. Da, wo wir gerade runtergedüst sind. Ja. Ich arbeite jetzt erstmal mit Ziplines weiter, mal gucken, ob ich das hinkriege. Auf welcher Höhe bist du denn? Ganz oben, bevor wir reingeflogen sind, oder auf der Mittelebene? Sehen, ob das gut geht. Aber der zeigt grün an, da muss es ja gehen, ne? Wir wollen schauen. Okay, ist befestigt. Braucht noch Gasoline. Hab ich mit, Gott sei Dank. Dranhängen. Und hoch. Alter, was geht mit der Kamera? Es ist auch irgendwie echt heftig, das Erdbeben. Ich habe das Gefühl, ich hatte richtig von rechts nach links geballt. Also irgendwas backt hier drum hier. Scheiße. Scheiße, irgendwas backt hier rum, ich kann mich nicht mehr bewegen. Die Kamera ist komisch und so. Ach, wie kacke ist das denn? Ist jetzt irgendein Bug oder so? Ich schwebe jetzt hier irgendwo anders rum. Und da kommen Vieh angeflogen, glaube ich, gleich. Shit. Okay, versuchen wir es nochmal. Da vielleicht nicht ganz so hoch machen. Habt ihr das mal getestet, dass man das, dass das ab einer gewissen Steigung nicht funktioniert mit dem Motor oder so? Nee. Ja, funktioniert immer eigentlich. Funktioniert immer, okay. Wieso hat es denn bei mir jetzt gerade nicht funktioniert, frage ich mich. Was hast du? Mal Buggy sein. Ist komisch. Okay, ich probiere es nochmal. So hoch wie möglich trotzdem. Machen wir bis hier hin. Testen es einfach. Ja. Hält. Gut. Weil es im Felsen ging oder so. Könnte ich jetzt von hier irgendwie. Kann ich irgendwie die Zipline switchen, während ich an der Zipline hänge? Scheiße, das war Mist. Moment. Weiß ich leider nicht. Oh, wieso geht der da so nach unten? Das macht mich fertig. Du kannst in die Richtung springen und dann nochmal E drücken. Das weiß ich. Ah! Oh nein! Okay, ich brauche irgendwo eine Plattform. Irgendwo, wo ich sterben kann. Ich glaube das jetzt nicht. Okay. Hier könnte ich eigentlich sterben. Das wird er mal auch wiederfinden. Ach ey, das ist krass. Es sind alle Kletterhaken kaputt. Naja, nicht alle. Ach, da ganz tief runter sind da, was? So richtig runter geduscht. Ich arbeite jetzt aber erstmal noch weiter mit dem. Ich versuche jetzt wenigstens erstmal wegzukommen, dass ich weiter oben bin.
die grüne Linie nicht wegen dem scheiß Seil. Das ist besser. So. Okay. Alter! Okay, ich versuch's. Ah, nein! Passiert. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, ich versuche zu den roten Kristallen zu kommen, die finden wir wieder. Ist hier irgendwo ein Vieh oder so? Bist du schon durch oder noch nicht? So, weißt du, wo ich bin? Ich bin, da, wo bei dir die Sackgasse war, glaube ich, jetzt. Ich weiß es halt auch gerade nicht genau. Es sind auf jeden Fall ganz viele Wasserfälle. Ganz viele Wasserfälle. Ja. Wie Zipplines habe ich denn noch? Eine zwei. Ich könnte einfach eine Zipline eiskalt so weit nach oben wie möglich machen. Ich teste mal. Du sagtest, du bist fast ganz oben. Ja, ich kann das halt auch ganz schwer einschätzen nur. Hier jetzt rum. Okay. Und zwar bin ich genau auf der Höhe, wo die Wasser, also an sich, ich bin auf der Höhe von einem ganz kleinen Wasserfall. Und wenn ich ein bisschen runter gucke, fangen quasi die zwei ganz großen Wasserfälle an. Weißt du, wie ich meine? Also ich sehe die auch schon von oben. Und ich bin quasi hier, wo das ein bisschen breiter ist, wo das fast schon wie ein See ist oder so. Hier rennen überall Kanus rum und so. Ich glaube, das ist da, wo David meinte, das ist die Sackgasse. Ich glaube, ich bin genau über dir. Ich flieg, glaube ich, über dem See. Kann es sein? Weiß ich nicht. Ich sehe dich nicht. Oder bist du auf der anderen Seite? Ich sehe dich! Ja, komm, rechts. Halt dich rechts. Rechts, weiter rechts. Ah, du bist schon zu weit unten. Ja doch, warte, hier, jetzt über dir. Über mir, weißt du? Ja. Hack dich fest erstmal. Jetzt bin ich gegenüber. Hier. Ich springe. Warte, ich brennst da. Warte, hier. Hier, siehst du mich? Hier. Oder dir ein. Hier, guck, seh dir. Ja, ich seh dich. Da bin ich. Okay. Oh, da kommt ein Vieh zu mir. Ja, schüttel es ab oder so. Ich hab nichts zum Kämpfen, gell? Ja. Ja, das sind übelst viele Viecher. Du musst die halt erst irgendwie loswerden. Scheiße. Versuch die Höhe zu halten. Flieg erstmal ein bisschen weg von denen. Die folgen dir jetzt alle. Ey, ich bräuchte einfach 4-5 Kletterhaken mehr, ne? Alles kein Problem. Ne? Ich hab 4 oder 5. Ja. Also bin ich da schon relativ weit oben, oder? Ja, du bist fast ganz oben. Ah. Ich habe halt noch 2 Ziplines, damit würde auch was gehen, aber von hier, wenn ich probiere. Verdammten Viecher. Hast du was zum Kämpfen da? Ja, ich kann jetzt nicht kämpfen. Die machen, schlagen einmal zu, dass meine Rüstung gemacht. Schaffst du es, auf den Boden zu kommen? Ja, aber das sind Kanus und so. Hier kann ich notfalls mich safe looten, falls du nicht herkommst. Also nee, meine Leiche könnte runtertroppen. Das kann passieren. Das ist ziemlich schräg hier. Ich könnte halt da hin und dann fliegen, den Rest. Ich bin hier auf dem Boden. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Ich sehe die Einsen. Aber da kommt jetzt gerade Viecher in deine Richtung, glaube ich. Sicher? Weiß ich nicht, irgendwas in deine Richtung gelaufen. Da sind Kanus oder so auf dem Weg zu dir. Immer noch? Keine Ahnung, kennst nicht so richtig. Oder der ist jetzt Aggro auf mich, kann auch sein. Ich hoffe nicht, ich bin ausgelocht. Ah ne, das ist dein Bulldog, der hier rumrennt. Ist okay, den kannst du auch passiv halten.
Oh, jetzt ist bei mir auch irgendwie, hier ist ein Flugvieh gewesen. Irgend so ein bunter Vogel ist hier. Das ist ein Vogel gewesen. Pfeift den auf jeden Fall auf passiv. Hast du gesehen, wo ich ausgelockt bin? Nee, nicht so wirklich. Ich bin direkt links von dir an der Wand. Wenn du in Richtung Wasserfall guckst, bin ich rechts von dir. Ja, okay. Aber ich weiß halt nicht, wie ich zu dir jetzt kommen soll. Hier sind überall Dinos, Alter. Nee, ich bin ja ein bisschen weiter oben, nicht ganz unten. Ja, aber wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ich bin direkt an der Wand. Ich weiß nicht, ob ich einloggen kann. Warte, ich versuch's einfach mal. Na, warte mal, ich glaube, ich sehe dich. Ich kann eine Zipline, genau da, ich kann versuchen, eine Zipline rüber zu machen. Ja. Genau da, wo der Bulbdog ist. Ich schau auch, dass da keine Dinos sind oder so, gell? Ja. Hab alles. Hast du mich gelootet? Ja. Da sind keine Dinos, gell? Nee, aktuell nicht. Ich muss noch schnell alles ausrüsten hier. Okay, jetzt hoch. Okay, ab geht's. Ab geht's! Ab geht's. Hier runterfallen. Nicht so schnell machen. Schluck wieder ein. Ist das heftig, Alter. So, ich versuche es einfach so hoch wie möglich zu machen und dann fliege ich los. Das ist jetzt mein Plan gerade. Davon muss ich mal checken, ob ich Flügel dran habe. Flügel dran? Ja. Habe nämlich jetzt deine Chest genommen. Weil mit meiner hätte ich nicht mehr weiter fliegen können. Ja, und dann muss ich es halt irgendwie zu dem Außenposten schaffen. So, jetzt sind wir hier. Ich mache jetzt da hoch, Alter. Ist kalt. Okay, aber das ist die Taktik. Es müssen einfach die Eier gleichzeitig aufheben. Ja. Und mit besser Vorbereitung. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr. Die Ziplines sind ziemlich nice, wenn man die richtig setzt und so kommt, so glaube ich ziemlich gut und ziemlich schnell nach Hause. Vor allem, wenn die dann schon gesetzt sind. Wir müssen uns einfach davor eine Zipline-Route bauen, die da rausführt. Wieso kriege ich Radioaktivität ab? Ich hab Radioaktivität. Was? Ist irgendwas kaputt bei dir? Hä? Das ist alles ganz. Strange. Nee, ist aber alles gut, ich habe noch Hunger. Das war gerade strange gewesen. Hat wieder aufgehört. Ja. Klar. Wir können echt übelst krass eine Zipline-Verbindung davor in Ruhe bauen, nach oben. Die könnte man da nehmen. Man muss es halt nur einmal von diesen ganzen Basilisten weg, von diesen Drachen wegschaffen. Ja. So gut, aber ich muss jetzt erstmal irgendwie aus dem Posten kommen. Das ist noch nicht geschafft. Da rennt hier gerade so ein Metallteil hoch, ey. Das müsste eigentlich schon fast der höchste Punkt sein hier. Gucken, ob ich hier bauen kann. Das würde mich nämlich echt mal interessieren. Von dort aus kommst du sogar direkt. Hier kann ich Foundation bauen, witzigerweise. Hier kann sein, dass du vielleicht schon fast aus dem Gebiet raus bist. Das kann sein. Ich baue hier mal ein paar Betten hin, ey. Hier können wir nämlich auch noch Kisten und so platzieren überall. Mit Ausrüstung, dass man schnell wieder da ist und so, weißt du? Ja. Bräuchte irgendwie Lampen, damit man das markieren kann, das würde voll Sinn machen. So, okay, alles klar. Noch ein bisschen gleich hier ausrüsten. Sicher? Ich versuche nochmal, mich auf den Weg dann zu machen zu dir. So, wie komme ich jetzt nach Hause? Ich muss Richtung Blau. Blau, blau, blau. Einfach in Richtung hoch. Von dort aus direkt ganz weit hoch. Das sind die Wasserfälle. Nein, ich habe keinen Plan. Da hinten ist es blau, glaube ich. Da geht auch ein Wasserfall lang. Ich habe halt gerade echt keine Ahnung, wie ich von hier... Da hinten ist auch ein Wasserfall. Ich glaube, da muss ich eigentlich hoch, oder? Schätze ich mal. Ich flieg mal hin. Gucken, was passiert.
Fuck. Was, Jesus? Was geht ab hier, ey? Ey, hier rauszukommen ist tausendmal schwerer als rein, ey, ich sag's dir. Das ist normal. Hast du die guten Kletterhaken gemacht, ja, ne? Was? Sind das die guten Kletterhaken? Nee, ich hab das nur in meiner Base gemacht. Okay. Ich hab das Blueprint nicht. Und damit, dass sie so schnell kaputt gehen. Ja, die haben gerade mal 17% mehr. Nee, die haben doppelte Haltbarkeit. Ach echt? Ja. Aha. Ja gut, das habe ich leider nicht da. Nein, Erdbeben. Oh. Okay, dann mach ich erstmal gar nichts. Genau. Aber da hinten sehe ich es blau leuchten. Ich muss nur dahin, wo es blau leuchtet, erstmal. Oder? Ja, gut, das Problem ist, es kann ja halt genauso dann. Da kommen halt auch die Nameless-Viecher, ne? Ja. Ich habe halt gerade überhaupt keinen Überblick, wo ich hin muss. Das nervt mich gerade. Hier ist ja dieses Metallskelett, diese Brücke. Muss der irgendwie folgen? Also eigentlich in die Richtung da. So, Erdbeben ist vorbei. Die Chest ist auch bald im Arsch. Die war noch ganz neu, mit ein paar Wolle gewaschen. Ja. Das ist blau, das ist schon mal gut. Okay, hier ist Wasser, hier ist Wasser, hier ist Wasser. Hoch, schnell. Ich glaube, ich bin gleich da, wenn ich mich ganz täusche. Ich kann es aber nicht einschätzen. Boah, Alter, das ist krass. Das wäre super, wenn es zum Außenposten schaffst. Ja. Aus, das ist ein leichtes. Kann dir hier im Kühlschrank hinsetzen. Ja, da können wir dann zusammen das Ei dann transportieren mit den Skyvern, mit den Ravagern, mit den Schweinebärmännern. Gehen wir auf den sicheren Weg.
Also auf jeden Fall bin ich hier am Fluss, an der Grenze zu dem blauen Gebiet. Mein einziges Problem ist, mein Torso hat noch so 20%, aber ich noch einen Torso, der mehr hat nicht wirklich. Vielleicht brauchst du es ja fast gar nicht mehr. Hast du noch dieses Radioaktiv-Symbol? Nee, ich glaube... Nee, tatsächlich nicht, glaube ich. Wenn es unten rechts nicht mehr da ist, dann kannst du es... Ich habe aber Angst, dass es wieder kommt. Es kann ja wiederkommen noch. Aktuell. Ich muss mal Karte... Wechselst du halt... Ah, Karte schauen wir dumm. Okay, ich fliege erst nachher. Karte schauen, während man wo dran hängt, ist eine dumme Idee. Ich meine, das mal ins blaue Gebiet. Und fliegt da ein bisschen rum. Und versuche zum Außenposten zu kommen. Okay, hier bin ich. So, jetzt bin ich voll im blauen Gebiet, denke ich. Hier dürfte definitiv jetzt keine Strahlung mehr sein. Ich lande jetzt hier bei diesen Dingern da. Und zieh mir eine Chitin-Rüstung an. Okay, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Nice. Ach, du hast den Außenposten? Oder? Nee, aber ich bin nicht mehr in solchen Gefahr. Oder so. Ja, das... Okay. Bin ich denn jetzt? Ach du Scheiße, ich bin... Ich bin ja fast näher an unserer Base als am Außenposten. Nee, ich bin am Außenposten näher dran. Muss ich wahrscheinlich... Ich habe keinen Plan, in welche Richtung ich muss gerade. Ist mein Problem. Mach noch weiter hoch. Ich gewinne erstmal weiter in Höhe. Ich habe ja keinen Stress. Okay. Ich kann mich so langsam ein bisschen orientieren. Ja, ich komme jetzt zum Außenposten geflogen. Sehr gut. Wobei ich bin schon fast in dem freundlichen Biom, ne? Oben. Ja, wie du magst, hier steht ein Hund halt, ne? Stimmt, dein Hund. Okay, Scars halt hier, da kannst du halt drauf und dann. Den könntet ihr auch herbringen, oder? Ich glaube, es ist besser, wenn du von dort ausläufst. Also, ich bin jetzt quasi da, wahrscheinlich, wo du die Zipline gestartet hast. Ich bin jetzt schon im freundlichen Gebiet hier. Ah, ne, wow, hier ist auch ein Drache. What the fuck, aber hier ist eigentlich schön. Also, hier ist grün. Okay. Ja, aber dann versuchst du so weit wie nach Hause zu kommen, auch ohne den Hund. Also, wenn du schaffst, sogar nach oben. Gänzlich. Ja. Und dann fliegen einfach. Alter, ist das groß. Wie Chitin. Ich glaube, du bist auf der anderen Seite der Schlucht. Schon drüber? Also ich bin jetzt auf jeden Fall in dem grünen Gebiet. In grün. Hm. Läufst du oder was? Ja, aktuell laufe ich. Wie weit bist du weg von der Klippe?
Also ich bin jetzt, glaube ich, gleich bei der alten Base. Schätze ich. Nicht? Ja. Ja, hier sind auch keine gefährlichen Dinos mehr. Na, nur Stegos, Dodos. Okay, da hinten ist ein... Das sieht aus wie ein Trake. Warum ist hier ein Trake? Manchmal verehren die sich. Ich such dich gerade hier irgendwie. Ja, ich bin... wahrscheinlich bin ich sogar näher an unserer neuen Base dran gerade. Echt jetzt? Ja. Aber ich guck gerade, also ich bin schon relativ nah eigentlich an dem X und das X ist, glaube ich, die Blade. Ich bin nicht ganz täusche. Metallbrücke oder so siehst du nicht. Hm? Metallbrücke oder so siehst du nicht. Nein, ich bin, wie gesagt, schon in dem freundlichen Biom. Ja, ja, da bin ich auch. Das ist ja auch im freundlichen Biom, die Metallbrücke. So, wo waren unsere Base? Ist die Richtung hier? Ich bin an dem unteren Fluss aktuell. Es gibt ja zwei, also es gabelt sich ja, ne? Ja, zwei Flüsse draus. Ich folge dem jetzt einfach mal bis zur Gabelung. Wieso macht der denn immer so nach unten? Ich verstehe es nicht. Du fliegst gerade. Ja, jetzt fliege ich wieder. Ich fühle mich da sicher. Ja, du fliegst gerade über dem Fluss. Ja. Ich seh dich. Ich bin hinter dir. Okay. Nee, ich bin links von dir. Ja, aber ich will zur Base. Dann muss ich jetzt hier nach rechts. Ja. Alter! Ich hab meine Rüstung hier noch lange genug. Kurz vorm Ende. Patsch, Rüstung kaputt, fällt runter, direkt in eine Alpha-Krabbe. Der hat irgendwo reingeglitscht, wo wir nicht mehr ans Loot rankommen. Bin ich nicht schon fast da? Muss ich jetzt nicht, links hoch einfach? Ja, links hoch. Alter, ist so dumm. So, okay, ich werde jetzt einfach hier hochklettern. Das reicht noch, der Haken. Ich bin jetzt direkt an der Base. Ich hoffe, ich komme ungefähr daraus. Es ist manchmal voll verwirrend hier, ey. Kletter ich jetzt nach unten gerade oder nach oben? Das geht da, glaube ich, nach oben. Third Person gehen. Nee, das geht manchmal, geht das nicht. Ah, okay. Also manchmal hilft das halt auch nicht. Yo, da ist die Base! Hahaha! Ja, nice! Jetzt ein Ei gemacht, ja. Nice. Wuhu, wie? Yay, nice! Yeah! Teamwork! Übelst nice dir, Mann. Guter Wingman. Schön das Zeug vorbeigebracht. Und auch schon davor das mit dem Drachen. Ey, wir holen dann gleich noch mehr, Mann. Wir müssen das einfach gleichzeitig machen. Ich hab mitgeholfen. Yo, Ryan. Übelst fett. Krasser Move. Yeah. Ich komm schon. Soll ich mal das Drachen auf den Boden legen? Schmeiß mal. Echt essen. Aber nicht, dass es jetzt irgendeiner ist oder so. Ein Dino auszusehen. Kann das passieren? Nicht in die Leiste tun, ne? Nee, mach ich eh nicht. Sowas mach ich nicht mehr. Hier ist es.